Schön. Holland. Das finde ich nicht gleich zu Hause. Das ist schön. Da Klumpen. Holland. Ja, du hast hier wirklich alles. Du hast alles. Du hast die Klumpen, du hast Tulpen, du hast Kühe. Es fehlen nur diese wohlschmeckenden holländischen Tomaten. Ja, stimmt. Ja. Ah, hier ist ja Wasser. Ja, das ist ja Wasser. Das ist völlig. Also ich muss sagen, ich werde jetzt wirklich echt ruhiger. Ich hatte mir vorgenommen, gegen diese beiden Giganten ein Spiel zu gewinnen. Und das habe ich jetzt geschafft. Ja, dann kannst du dich auf jeden Fall ein bisschen entspannen. Ja. Ich möchte euch gerne noch eine Sache präsentieren, die mir persönlich sehr wichtig war. Ja. Und zwar diese Waffe hier. Wie nennt ihr, Harry, wie nennt ihr die Waffe? Ist das Waffel, Pannekuchen oder Waffels? Nee, Stroopwafel. Stroopwafel? Natürlich. Ach, die Stroopwafel. Stroopwafel. Ich liebe eure Sprache. Die Stroopwafel. Harry, wusstest du das nicht? Ich darf sie nicht mehr essen, deswegen weiß ich das nicht. Habe ich aus meinem Vokabular gestrichen. Ja, wir essen nur noch die Tulpen, wir beiden, ne? Ja. Ja. Und ich kann euch jetzt die Bahn nicht erklären. Der Buschi, der raucht zum Glück ja nur Kräuterzigaretten, deshalb kann er das einfach mal machen. Danke, Buschi. Sag mal, was ist denn mit dir eigentlich los? Ich liege maximal unter dem Kräuterbäumchen vor so einer Sendung. Und jetzt gucken wir uns mal die erste Glücksbahn an. Worauf kommt es hier wirklich an? Auf Glück, könnte man vermuten. So, hier, da schauen wir auf die Kloks, wie ich die früher immer genannt habe. Der Holländer sagt Klompen, Tulpen sind natürlich dabei, eine Mühle ist dabei. Insgesamt gibt es 3 Runden, das ist wichtig zu wissen. Und es gibt pro Runde eine Stelle im Parcours, wo die Murmeln nochmal zusammenlaufen, so wie hier. Da bekommt der Führende, also der vorne ist, der zuerst da ist, einen Extrapunkt. Das bitte im Hinterkopf behalten. Und dann geht's wieder weiter. Und am Ende, nach der letzten Runde, öffnet sich die Schranke, es geht ab ins Wasser. Und wer da vorne ist, der sammelt die meisten Punkte für diesen Durchgang ein. Danke, lieber Buschi. Jetzt geht's aber ans Eingemachte. Der Ingolf Lück, wer hätte das gedacht? Der hat eben gerade mit seinen roten Murmeln 3 Stück ergattert, weil er einfach besser gespielt hat. Kann man nicht anders sagen. Harry Weinfurt hat 2 Murmeln erspielt. Mareike Amado ist einfach eine Lady und lässt die Männer einfach mal machen. So ist das. Du hast die Ehrenmurmel. Es werden insgesamt 3 Runden gefahren. Für Platz 1 gibt es 5 Punkte, für Platz 2 gibt es 4 Punkte und so weiter. Nur die letzte Murmel bekommt leider keinen Punkt. Oh. Diese Punkte zählen dann tatsächlich dann auch fürs große Finale mit 6.000 Murmeln. Also hier sind die Punkte tatsächlich extrem wichtig. Frank, Frau Antje Buschmann übernimmt und ich gebe das Startsignal. Ob ihr Platz klar auf. War das richtig? Ja. Richtig. Ja, okay, Entschuldigung. Los geht's. Naja, ich hau von jou, Chris. Ich hau von jou. So, auf geht's und wir sehen hier, dass Ingolf mit 3 roten Kugeln also am Start ist. Das kann, muss aber nicht zwingend ein Vorteil sein. Es hängt immer davon ab, wie die zum Beispiel hier durch den Tulpenwald laufen. Aber es ist die rote Murmel vorne. Das heißt, Ingolf ist vorne. Auch hier kein großes Aufhalten. Sogar mit seiner zweiten Murmel ist er vorne. 2-mal Ingolf, dahinter Harry. Wo ist Mareike? Ganz am Ende des Feldes. Weiterhin jetzt vorne Ingolf. Das sieht wirklich gut für ihn aus. Ingolf immer noch vorne. Gut. Komm, blau, 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 blau. Ah, blau hängt hinten dran. Das gibt einen Bonuspunkt für Ingolf, denn beim Zusammenlaufen der Murmeln ist er vorne. Gleich mit 2. Der doppelte Ingolf marschiert vorne weg. Ja, auch über die Waffel kein Problem. Jetzt geht's wieder in Richtung der Mühle. Auch das ist gut. Aber Harry, der Lumpenhund, lässt sich nicht abschütteln. Ja, da geht ja eine Bande. 2-mal Ingolf vorne. Und da hinten ist Harry, glaube ich, ein bisschen hängen geblieben. Und Mareike geht vorbei. Aber sie ist noch weit hinter Ingolf. Der marschiert. Hier, überhaupt kein Bouncer. Aber Mareike vor Harry. Komm auf, Blau. Hilft alles nichts. Ingolf deutlich vorne. Ganz deutlich vorne. Und Mareike, jetzt ist Harry wieder vorbei. Da bleibt die hängen an den Tulpen. Das ist unglaublich. Harry geht wieder vorbei. Lauf, 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 lauf. Ingolf deutlich vorne. Ja, der ist richtig gut im Lauf. Und Mareike, das ist ein Duell hier. Weiterhin knapp vor Harry. Ingolf, ganz allein zieht er seine Bahnen. Nächster Bonuspunkt für Ingolf.
Jetzt sammeln sich wieder alle Murmeln. Jetzt geht's, ich will nicht sagen, von vorne los. Wir haben die beiden Bonuspunkte für Ingolf natürlich auf der Liste. Aber jetzt kann noch was gehen für die beiden anderen. Für Mareike und für Harry. Karten, Murmeln, neu gemischt. Und jetzt ist Mareike vorn. Hey, ich bin vorne mit einer. Ja, du bist vorn. Und jetzt durch die Klompen. Kann sich alles wieder ändern, aber... Ja, es hat sich alles geändert. Mareike ist hinten, ganz hinten. Und vorne knapp Harry vor Ingolf. Jetzt wieder Ingolf vorn. Geht ja schneller als Haare waschen hier. Unglaublich. Und nochmal hier an den Tulpen vorbei. Ingolf mit zwei Murmeln vorne weg. Das sieht richtig gut aus. Also dann nimmt er den Vorteil, den er durch die Mehrzahl an Murmeln hat, mal richtig mit hier. Wir sind im Finish. Und es sieht gut aus. Es sieht richtig gut aus. Bonuspunkt für Ingolf. Der räumt alles ab hier. Der räumt alles ab. Der nimmt alle Bonuspunkte mit. Und holt da auch die meisten Punkte insgesamt hier. Jetzt rollen wir in Richtung Ziel. Ach, rollen. Wir murmeln in Richtung Ziel. Und jetzt ist Mareike vorn. Jetzt ist... Ne, ist sie nicht. Doch. Ja, wer ist vorn? Mareike ist vorn. Sie ist vorn. Das gibt's doch gar nicht. Immer noch knapp vorn. Ingolf hängt ihr im Nacken. Jetzt noch mal. Und jetzt ist er vorbei. Und jetzt ist Mareike wieder vorbei. Das kannst du dir nicht ausdenken. Die ist die ganze Zeit hinten dran und gewinnt das Ding. Und holt sich die meisten Punkte. Unfassbar. Wichtig ist ja immer, dass man in so einer Sendung ruhig bleibt. Also vorne Mareike mit Platz 1, 2, 3 und 5 gehen an Ingolf Lück. Aber hier nochmal der Lauf, das Finish der Mareike Amado. Die blaue Murmel. Hier, das war der Wahnsinn. Kurz vor dem Ziel. Da bleibt Ingolf am letzten Klumpen hängen. Sie zieht vorbei und murmelt das Ding nach Hause.